Unser Spaziergang beginnt beim U-Bahnhof Baumwall entlang dem Binnenhafen Richtung Deichstraße. Die Deichstraße weist das letzte erhaltene Ensemble von althamburgischen Bürgerhäusern der Stadt auf. Zwei Drittel der Hamburger Innenstadt wurden 1842 durch den großen Brand zerstört. Die Häuser in der Deichstraße sind das letzte Zeugnis der Stadtarchitektur vor 1842. Die Gebäude wurden ehemals gleichzeitig als Wohn-, Geschäfts- und Lagerhaus genutzt. Auf der Straßenseite beeindruckten die repräsentativen Fassaden, auf der Rückseite zeigte sich Fachwerk und die Ladelucken. Auf dem Weg weiter zur Brocksbrücke geht's vorbei an einem denkmalgeschützten Schwerlastkran von 1858. Die Brocksbrücke wurde 1887 als Hauptbrücke zur Hamburger Speicherstadt fertiggestellt und überbrückt den Binnenhafen. Die Vorsichtigen haben einen Zylinder getragen, auch wenn die Hafen weiter waren. Das war sehr einige Schritte weiter überquert wird im Niederkehrfleet und erreicht das ehemalige Kesterhaus. Und deswegen, man kann von den verschiedenen Staaten auch in Hamburg. Heute beherbergt das denkmalgeschützte Gebäude das Infoständer der Hafencity. Die Speicherstadt ist ein historischer Lagerhauskomplex. Er wurde zwischen 1883 bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs als Teil des Hamburger Freihafens erbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde rund die Hälfte der Bausubstanz zerstört. 1967 war der originalgetreue Wiederaufbau weitgehend abgeschlossen. Das Chilehaus wurde in den Jahren 1922 bis 1925 als Kontorhaus erbaut. Mit seiner an einen Schiffbau erinnernden Spitze nach Osten ist es zu einer Ikone des Expressionismus in der Architektur geworden.